Alles nur hohle Phrasen. Lucas Hernandez hat sich nach seinem Transfer zu Paris Saint-Germain von den Fans des FC Bayern München verabschiedet. Heute teile ich mit schwerem Herzen meinen Abschied vom Verein mit, leitete der Franzose seinen via Instagram veröffentlichten Brief ein. Und weiter: Ich möchte mich für eure unerschütterliche Unterstützung während meiner Zeit hier bedanken. Die geteilten Momente werden für immer in meiner Erinnerung bleiben, ebenso wie die errungenen Trophäen, insbesondere die Champions League, von der ich immer geträumt habe. Bei Bayern-Legende Mehmet Scholl kamen die Worte des Franzosen anscheinend gar nicht gut an. Kein Wort glaube ich dir, bezichtigte Scholl den Verteidiger sogar der Lüge und schloss seinen Kommentar unter dem Hernandez-Post mit dem Wort Bye-Bye und einem Kuss-Emoji ab. Was Scholl an den Abschiedsworten des einstigen Bayern-Stars genau gestört hat, führte er nicht weiter aus.